Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar meinen dritten Monatsrückblick für den Monat Mai. Das heißt, was ich am Tag 21 bis 31 gelesen habe. Das sind insgesamt 7 Bücher mit 2110 Seiten. Bin ich auch ganz stolz drauf. Das erste ist ein Brocken, den ich allerdings natürlich schon vorher angefangen habe. Ne? Den habe ich nur beendet. Und zwar mein Lieblingsbuch für den Monat, Die Herren von Winterfell. Der erste Teil der Reihe, Das Lied von Eis und Feuer. Ich habe es geliebt, 5 von 5 Sterne vergeben. Viel sage ich zu dem Buch nicht. Tausende von Charakteren sind hier mit dabei, spielen eine Rolle. Es wird aus 8 Perspektiven erzählt. Viele Intrigen, Abenteuer, tragische Charaktere. Eine unglaublich epische und riesengroße Geschichte. Ich freue mich auch schon sehr auf den zweiten Teil. Achso, hat 576 Seiten. Wie gesagt, 5 von 5 Sternen habe ich vergeben. Das zweite Buch habe ich, bin ich irgendwo angefixt worden bei YouTube. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Steinroller von Martin Lassberg. Bin ich ein bisschen überbelichtet? Ich probiere die neue Kamera noch aus. Das ist jetzt mein zweites Video. Heute scheint ausnahmsweise die Sonne. Wir müssen jetzt gucken, was dabei rauskommt. Ich war beim Steinzeitkommissar. Ein ganz merkwürdiges Buch. Also, es spielt in der Steinzeit. Es gibt einen Kriminalfall. Und zwar wird ein Steinzeitmensch aufgefunden, tot. Und normalerweise gibt es dort keine Kriminalfälle. Also es ist halt jemand von einem Tier umgebracht worden oder der eine hat den anderen erschlagen. Aber das ist jetzt ein mysteriöser Mordfall. Man weiß nicht, Todesfall, man weiß nicht, warum er gestorben ist, wer ihn umgebracht hat. Und der Sohn des, ich sag mal, Häuptlings möchte das herausfinden. Und ich dachte, ja, ist bestimmt witzig. Also ein bisschen Humor hat es schon versprochen. Und Fakt ist aber, ich habe nicht damit gerechnet, wie viel Humor man für dieses Buch braucht. Toll geschrieben ist, dass man aus der Steinzeit viel Geschichtswissen hat. Also aus welchen Pflanzen haben sie Farbe gemacht für die Höhlenmalerei? Was haben sie so gegessen? Welche, ich sag mal, hygienischen Probleme hatten sie? Aus welchen Fasern und Fellen haben sie Kleidung hergestellt und so weiter? Das war auch toll recherchiert, das fand ich sehr interessant. Aber es hat mich auch ein bisschen genervt. Also allein in diesem Buch ist der Begriff Kommissar erfunden worden. Es ist erfunden worden, das Rad, die Pinzette, das Taschenmesser, die Angel, wer weiß was noch. Also das war mir too much. Ich habe im Endeffekt vergeben 3 von 5 Sternen, es hat 240 Seiten. Die Grundidee total witzig, dass man eben einen Mordfall hat in der Steinzeit und dass man eben steinzeitliche Methoden hat und kein Mikroskop und solche Geschichten. Ach ja, die Lupe ist auch erfunden worden. Und das Fernrohrteleskop, also dort haben sie bloß ein Glasstein, einen durchsichtigen Stein und wenn man da durchguckt, erscheinen die Dinge größer. Also man kann Dinge aus weiterer Entfernung scharf sehen. Aber es waren einfach zu viele Dinge, die dort erfunden wurden. Und es hat mich, also es war so viel, dass es mich tatsächlich genervt hat. Also tolle Grundidee, aber die Umsetzung hat mir nicht so gut gefallen. Dann das dritte Büchlein ist ein E-Book und zwar Im Glanz der Welten von Asa Böcker. Das ist der erste Teil. Ja, so haben wir es, spiegelt wieder ein bisschen. Auch ein bisschen schwierig zu erklären. Man hat ein Mädchen, Schweden war es glaube ich, Schweden oder Norwegen, ich sage jetzt Schweden, die in der Jetztzeit lebt, die gemobbt wird und die aber in ihrer Kindheit irgendwie in eine andere Welt entfliehen konnte. Also ihr war es damals noch nicht so bewusst, dass sie das getan hat. Und jetzt wird sie wieder gemobbt und es gibt einen Schulausflug und sie konzentriert sich wieder und möchte sozusagen der Welt entfliehen. Und das tut sie tatsächlich und sie kommt in eine ganz andere mystische Welt und
Dort werden gerade 1000 Mädchen gesammelt. Ist so ein bisschen, hat mittelalterlichen Flair mit einer Schmiede und Hexen und so weiter. Aber so eine richtige Zeit wird nicht genannt. Also es ist eine Art Parallelwelt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es in der tatsächlichen Weltgeschichte spielt. Ist ja auch nicht so wichtig. Also es ist halt ein Fantasy-Buch, da muss man sich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Und dort wurden 1000 Mädchen gesammelt, die eine bestimmte Blume sammeln sollen. Alle 100 Jahre passiert das. Und das zur Fantasy-Geschichte total super fand ich, dass man sehr viel über diese nordische Mythologie erfährt. Also nicht nur diese handelsüblichen Götter, sondern eben auch über die Trolle und die Riesen und die Hexen und alles, was da so durch den Wald streift, sehr gut umgesetzt. Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte, es gibt ein paar Intrigen, denn die besten Pflückerinnen von diesen Blüten werden sozusagen von ihrer Armut befreit und werden zu Spinnerinnen beim König. Aus diesen tollen Diamantblumen wird nämlich ein Faden gesponnen. Alles noch ein bisschen mysteriös ist der erste Teil. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Insgesamt sehr spannende Geschichte, aber nicht herausragend. Es ist bestimmt auch ein Erstlingswerk. Ich glaube, ein ganz junger Verlag. Und ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Also es ist eine tolle Geschichte, aber sie hat so noch ein paar, ich sag mal, Ecken und Kanten. Es sind insgesamt 266 Seiten und ich habe hier 5 Sternen vergeben. Kann ich aber nur empfehlen. Ist wirklich, ja, vielleicht nicht die beste Literaturempfehlung für den Sommer, weil es wirklich sehr kühl ist und auch regnerisch. Und ja, aber es war eine schöne Entführung in diese Welt. Gut, als drittes habe ich mir einen Jugendthriller genommen, der hier schon eine ganze Weile bei mir rumliegt, nämlich Abgründig von Arno Strobel. Ich glaube, den habe ich mir sogar gekauft, als der ganz frisch rausgekommen ist. Und seitdem stand das Büchlein bei mir im Schrank, ja von 2014, also 2 Jahre liegt es bei mir rum. Und ich habe übrigens noch nichts von Arno Strobel gelesen, ich nehme mir das ständig vor. Der hat ja auch viele Thriller geschrieben. Aber ist halt noch nicht passiert. Bei Abgründig geht es darum, dass man ein paar Jugendliche hat, die sind in einem Camp in Bayern und zum Klettern. Also sie kennen sich vorher noch nicht, bis auf 2. Und das ist wie so ein Jugendurlaub-Camp, was man eben buchen kann. Und die sollen dort klettern lernen oder auch für Fortgeschrittene. Und da ist so ein bisschen arroganter Fuzzi, der sagt, ist doch ja alles für Babys und was wollt ihr hier? Und da gibt es noch eine Wand, wo man so ein bisschen gesichert hochklettern kann. Ich kenne das hier alles. Ich bin schon eine Million Mal mit meinen Eltern hier gewesen. Ich kenne das wie meine Westentasche. Lasst uns doch einfach losziehen. Ich zeige euch eine ganz tolle, einen ganz tollen Wanderweg, eine ganz tolle Hütte. Und dort trinken wir ein bisschen Alkoholitäten. Ja, und da schließen sich ihm ein paar Jugendliche an. Und ganz unterschiedliche Jugendliche. Also man hat diesen arroganten Fuzzi, man hat auch ein paar normale Jungen, den Streber, die Tussi, ein Liebesmädchen. Dann hat man also dieser arrogante Fuzzi, dessen Vater ist Chirurg. Und dann kommt noch ein Junge mit und das ist der Sohn des Hausmeisters in diesem Krankenhaus. Und dieser arrogante Typ, es ist wirklich eine ganz unangenehme Person, der unterdrückt den anderen Jungen immer und erpresst ihn mit, naja, wenn du das und das nicht machst, dann sag ich meinem Papi Bescheid und der sorgt dafür, dass dein Papi seinen Job verliert und so weiter. Ja, und dadurch hat man natürlich eine ganz unterschiedliche Konstellation und Fakt ist aber, dass dieser, der das alles so antreibt. Die Namen habe ich alle vergessen. Also so richtig, also die Geschichte hat mich sehr betroffen, aber tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Also die Namen sind tatsächlich alle weg und dabei ist es nur 1,5 Wochen her, eigentlich auch traurig. Naja, auf jeden Fall dieser arrogante Typ,
Der tut ja so, als ob er sich überall auskennt. Und dann kommt aber ein Unwetter und so dolle kennt er sich mit dem Wetter dann doch nicht aus und mit dem Weg und so. Naja, auf jeden Fall landen sie dann in einer Hütte bei einem ganz schrecklichen Sturm und müssen dort 2 Nächte bleiben. Und dort passiert was. Ganz viel Blut und der arrogante Schnösel, der verschwindet dann auch. Und dann gibt es natürlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer war es jetzt? Und alle werden irgendwie beschuldigt und zeigen mit den Fingern auf andere. Und dadurch, dass man natürlich so ganz unterschiedliche Konstellationen hat und ganz unterschiedliche Charaktere, wird es dann auch ein Thriller. Also bitterböse. Ich habe das Buch, glaube ich, an einem Tag gelesen. Ich konnte es auch nicht weglegen, weil ich unbedingt wissen wollte, was dort passiert ist und mich auch richtig aufgeregt habe. Also es ist vor allem auch eine, also abgründig ist doppelt gemoppelt. Auf der einen Seite sind sie eben auf diesen Berg gestiegen, wo es natürlich auch Abgründe gibt und aber auch menschliche Abgründe. Denn hier wird dann auch jemand beschuldigt und was Jugendliche dann so machen, wenn sie alkoholisiert sind oder wenn sie müde sind und wenn sie verängstigt sind, da bleibt die Menschlichkeit manchmal auch auf der Strecke. Und das hat mich sehr aufgeregt, logischerweise. Ja, sehr spannend gewesen. Hat übrigens 240 Seiten. Ich habe vergeben 4 von 5 Sternen. 4 Sterne positiv, weil es sehr spannend war. Es war ein guter Jugendthriller. Aber diesen einen Sternabzug habe ich dann gegeben, weil das Ende war total unbefriedigend. Es ist so viel Mist passiert, menschlich, zwischen den Jugendlichen, dass mich das Ende nicht befriedigt hat. Jetzt kommt eine Wolke. Seht ihr, wie sich das Bild gleich verändert? Spannend. Ich bin ja kein Kameraprofi, ne? Ja, kann ich aber empfehlen, wer so ein bisschen Jugendthriller mag. Also nicht so hammerhart wie viele Erwachsenen-Thriller, wo man sich unter der Bettdecke verkriecht und am besten keinen Fuß mehr aus dem Bett oder unter der Decke hervorschieben möchte, weil man weiß ja nicht, was da so lauert. Aber diese menschlichen Abgründe, wirklich gut beschrieben, wirklich sehr spannend, auch das Ende. Also es ist ein kunstvolles Ende, was, glaube ich, niemand erwartet. Also es ist schon gut gemacht, aber völlig unbefriedigend. Gut, dann habe ich noch ein zweites E-Book. Das hatte ich von der Buxhaus Homepage. Dort kann man sich, wenn man Rezensionen bloggt, immer 3 Rezensionsexemplare runterladen, also nur auf dem Kindle oder auf den E-Book-Reader. Und muss sie dann rezensieren. Das Cover ist eigentlich ein anderes. Also das ist jetzt, die haben irgendwie die Cover getauscht. Magische Bündnisse heißt es. Und Buxhaus hat für diese Short Stories oder was, wie die das nennen, für ihre Häppchen irgendwann die Cover getauscht. Die sind jetzt halt so quadratisch. Ja, weiß ich, warum das sein musste. Vor allen Dingen, weil dann der Verlag auch gar nicht draufsteht. Und gut, dreh mich jetzt nicht auf die Kamera, über die Cover auf. Das gehört ja auch nicht dazu. Magische Bündnisse, das sind 3 Geschichten, die sich eben mit magischen Bündnissen beschäftigen. Also zum Beispiel gibt es da einen Angriff von Gargoyles und jemand bewacht die, da gibt es sozusagen ein Schutzbündnis und dann hat man aber auch Bündnisse zwischen Personen wie eine Heirat, ja, also magische Wesen, die heiraten, ist auch ein magisches Bündnis. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, eine Art Wortspiel für 3 Geschichten, in denen irgendeine Form von Magie und irgendeine Form von Bündnis vorkommt. Warum? Ganz nett für zwischendurch. Also eine Geschichte war spannend und 2 waren so lala. Ich habe insgesamt vergeben 3 von 5 Sternen, hat 116 Seiten, kostet, glaube ich, jetzt 1,99 als E-Book. Also war okay für zwischendurch, aber
Ja, also A sind es Kurzgeschichten. Also Kurzgeschichten, ich lese Kurzgeschichten immer mal gern für zwischendurch, aber sie hauen mich eigentlich nie von den Socken. Also ich weiß nicht, ob ich jemals für Kurzgeschichten 5 von 5 Sternen vergeben habe. Ist halt so, war ganz nett. So, dann habe ich das sechste Büchlein für den letzten Leseabschnitt. Ja, das ist Zeitenzauber. Die Goldene Brücke von Eva Völler, das ist Band 2 dieser Zeitenzauber-Trilogie. Und im ersten, ich glaube Anna heißt sie, und Sebastiano haben sich kennengelernt in Venedig. Und sie hat festgestellt, dass sie in der Zeit gesprungen ist. Und dass es in der Zeit immer mal so Aufträge zu lösen gibt. Und hier musste sie nach Frankreich. Und zwar zur Zeit von Ludwig dem 14. Ich weiß es nicht mehr so genau. War bestimmt Ludwig der 14. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich schaue mal kurz nach und quatsche weiter. Auf jeden Fall springt Anna wieder in der Zeit und muss herausfinden, das wird ihr immer nicht vorher gesagt, 1625. Paris 1625. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, muss herausfinden, was ihre Aufgabe ist. Wen sie beschützen muss, welches Ereignis sie verhindern sollte, weil ansonsten gibt es eine ganz schreckliche Zukunft. Also sie soll sozusagen ein bisschen in der Geschichte herumfuschen, aber weil da ab und zu auch andere Zeitreisende rumfuschen, und zwar negativ, und sie muss quasi dafür sorgen, dass das Ganze sich dann wieder positiv umkehrt, sodass die Geschichte so passiert, wie sie tatsächlich geschehen ist, damit das Ganze nicht ins Ungleichgewicht abrutscht. Ja, und das hat mehrere gute Aspekte. Ein guter Aspekt ist eben, dass sie nicht vorher mit allen Informationen ausgestattet wird, sondern dass sie selbst so ein bisschen erspüren muss, wem kann ich jetzt trauen, wem kann ich nicht trauen, was ist eigentlich meine Aufgabe, um welche Person geht es hier. Dann lernt man natürlich auch viel über die Geschichte kennen, es ist gut recherchiert, aber ich vergebe auf diese Eva Föller Bücher irgendwie immer nur 4 von 5 Sternen, weil ich ewig brauche. Also es ist toll geschrieben, es ist toll recherchiert, es sind super sympathische Charaktere, aber ich kann es irgendwie nicht am Stück, also es packt mich nicht. Irgendwas habe ich mit diesen Büchern, das ging mir auch schon im ersten so, dass sie mich einfach nicht packen und ich Wochen brauche, um diese Bücher zu lesen. Das ist jetzt natürlich ein vollkommen subjektiver Eindruck. Also ich habe die Bücher empfohlen bekommen und von einer Person, die Frau G. kennt ihr vielleicht von meinem Blog, und die findet sie total toll. Die hat sie verschlungen, gefressen und ich eben nicht. Ne? Aber das ist eben eine vollkommen subjektive Sache. Sind auf jeden Fall gute Bücher. Empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Ne? Aber ich kann leider nicht beschreiben, was da sozusagen mein Problem ist, warum ich so ewig daran hänge und die einfach eben nicht verschlinge. Ne? Aber ansonsten sehr schöne Bücher. Hat übrigens 320 Seiten. Gut, und den letzten Band, das letzte Buch, die Nummer 7 für diesen Monatsrückblick, habe ich von einer Schülerin bekommen. Und zwar Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott, da ist es. Nee. Naja, es ist für mich immer verkehrt rum als für euch, ne? Die Rockstars sind ja jetzt total in Mode. Alle möglichen Autoren schreiben über Rockstars. Und ich habe mich jetzt lange gewehrt, irgendein Rockstar-Buch zu lesen, weil ich habe es eigentlich nicht so mit Rockstars. Und aber wie gesagt, Schülerin hat es mir empfohlen. Und da war ich dann auch neugierig. Ist auch gut geschrieben. Also es geht um, der vierte Band ist jetzt raus, aber es gibt bestimmt noch einen fünften. Ja, es gibt eine Band, die heißt Stage Dive.
Genau, Stage Dive. Und eine fünfköpfige. Wenn ich mich nicht irre, und in jedem Band geht es eben um einen von diesen Kern und seine Schnecki logischerweise. Und bei dem ersten Teil wacht die Protagonistin auf in Las Vegas. Sie wollte das dort so richtig krachen lassen. Zu ihrem 21. Geburtstag und kann sich nicht mehr erinnern, was in der letzten Nacht passiert ist. Da ist aber ein total heißer Typ in Lederjacke, der sich als Gitarrist aus dieser Band herausstellt. Der ist wirklich, kann man nicht meckern. Und die sind verheiratet. Die haben geheiratet. Und der ist natürlich ultra sauer, dass sie sich ja nicht jetzt erinnern kann. Weil vorher hat ihn lange keine Frau mehr so gefesselt. Und die haben sich sehr lange unterhalten. Die haben übrigens nicht miteinander geschlafen. Ne? Die haben geheiratet, weil sie es festgestellt haben, dass sie sehr gut zueinander passen. Und eben Gefühle in ihnen geweckt wurden, die sie schon länger nicht mehr verspürt haben. Und ja, kann man irgendwie nachvollziehen, dass er jetzt natürlich enttäuscht ist. Und sie ist total überfordert, weil sie ist eigentlich gar nicht so ein Mädchen. Ne? Also sie wollte jetzt einmal einen drauf machen, aber ansonsten ist sie genau Fatis Mädchen und macht genau das, was immer von ihr erwartet wird. Ja, und sie ist mit dieser Situation total überfordert und möchte natürlich die Scheidung bzw. die Annullierung, weil es ist ja auch gar nicht, die Ehe ist ja nicht, wie heißt das, vollzogen worden. Genau, vollzogen ist nicht mehr. Ja, und dann sprechen die zwei sich eben aus und fahren mit einem seiner Autos aufs Land und unterhalten sich ein bisschen und lernen sich wieder kennen und verlieben sich und ja, im Großen und Ganzen alles tutti. Ich glaube, ich spoiler da auch nicht. Also, wie ich immer wieder sage, wer solche Bücher liest und hier stehen zwei Leute hinten drauf, nämlich die Evelyn und der David, dann kann man davon ausgehen, dass es mit den beiden anfängt und dass es auch mit den beiden endet. Also, solche Bücher überraschen nicht. Überraschend ist lediglich immer, wie fürchterlich sich die Protagonisten anstellen. Und vielleicht noch, was ihnen im Wege steht. Also irgendwas steht ihnen immer im Wege. Ist ein ganz klassischer Aufbau hier mit Klimax und retardierendem Moment. Wer irgendwann mal in Deutschland ein bisschen aufgepasst hat, so sind diese Bücher auch aufgebaut. Ja, die Frage ist eher immer bloß, was steht der großen Liebe eigentlich letzten Endes im Weg und wie machen sie es? Und ja, war okay. Also ich habe 4 von 5 Sternen vergeben. War größtenteils spannend, war auch eine schöne Geschichte, aber für mich haben solche Liebesgeschichten ab und zu Nervmomente, weil sie eben a vorhersehbar sind, was ich aber weiß. Wie gesagt, die Frage ist bloß, wie gut sie geschrieben sind, um dann doch 5 von 5 Sternen zu vergeben. Das ist ja bei jedem Genre unterschiedlich. Man gibt ja in jedem Genre 1 bis 5 Sterne, je nach seiner eigenen Bewertungs Linie und kann dies aber nicht miteinander vergleichen. Also ich kann jetzt kein Kinderbuch mit einem Horrorbuch vergleichen und bewertet dann natürlich ganz andere Punkte. Lange Rede, kurzer Sinn. 4 von 5 Sternen, das war größtenteils spannend, das war auch eine schöne Geschichte, es waren auch nette Charaktere, aber ab und an war ich dann halt doch ein bisschen genervt von der Dummheit des einen oder der anderen. Und deswegen empfehlen kann ich das auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Band. Den habe ich auch schon liegen und den möchte ich jetzt auch im Juni lesen. Hat insgesamt 352 Seiten. War also echt ordentlich. Jetzt für diesen dritten Leseabschnitt von Mai. Insgesamt war das 2110 Seiten. Habe ich ja schon gesagt, glaube ich. War sehr solide und insgesamt habe ich im Mai dann gelesen 21 Bücher mit 5405 Seiten. Also es waren 700 Seiten weniger als im April, aber vollkommen okay. Also mit 5400 ist es immer noch mein bester Lesemonat seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Also mein zweitbester Lesemonat seit anderthalb Jahren. Kann man vollkommen zufrieden sein. Beziehungsweise 21 Bücher ist einfach mal der absolute Burner. Brauche ich überhaupt nicht schlecht zu reden. Und ja, waren auch viele gute Bücher dabei. Also vor allem, vor allen anderen Büchern freue ich mich, dass ich endlich dieses Buch gelesen habe, obwohl ich mich so lange gegen den Hype gesträubt habe und ich bin auch so verliebt.
und auch schon süchtig, was den zweiten Teil betrifft. Und ich glaube, das wird so meine Entdeckung, meine Reihe für 2016. Also vielleicht nehme ich jetzt ein bisschen zu viel vorweg, weil ich dann irgendwann, ich bin bei 26 Minuten, naja, weil ich vielleicht irgendwann nach dem dritten oder vierten Band feststelle, dass mich die Reihe nervt, aber im Moment bin ich total gefangen. Und freue mich, dass ich das endlich in den Angriff genommen habe. Gut, dann will ich nicht weiter rumquatschen. Wie ihr schon im letzten Video gemerkt habt, ich probiere immer noch die Kamera aus. Ich gucke jetzt mal, wie das geworden ist. Ist natürlich insgesamt alles ein bisschen anders scharf. Auch habe ich jetzt ein Stativ und die Kamera hat jetzt auch einen anderen Winkel. Ich probiere alles. Ich nehme da auch gerne Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Wünsche. Dann schreibt das mir einfach unten in die Kommentare. Ich muss das ausprobieren. Ich bin kein Profi, ich bin Geschichtslehrerin und habe bis jetzt mit Technik noch nie was am Hut gehabt. Ich habe mit meiner Handykamera noch nie Filme gemacht. Ich habe noch nie professionell Bilder gemacht. Also bitte verzeiht es mir. Das ist alles so ein bisschen Try and Error. Und ich hoffe trotzdem, dass ich nach und nach dazu lerne. Und entsprechend dann auch vernünftige Videos mache. Ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Und ich habe übrigens, das muss ich jetzt mal dazu sagen, noch schnell. Das ist immer noch der 2. Juni. Heute ist aber nicht der 2., heute ist der 5. Da habe ich geschlammt. Heute ist der 5. Juni, zur Orientierung für diejenigen, die sich dafür interessieren, wenn ich die Videos gefilmt habe. So, ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.